bei Deutschland. Eigentlich gibt es für Caro und Andreas Robens Grund zu feiern. Das Auswandererpaar hat sein Iron Diner wiedereröffnet und freut sich auf wachsende Touristenzahlen auf Mallorca. Doch gleichzeitig ist die Corona-Pandemie längst nicht beendet und so mischt sich Sorge in die fröhliche Stimmung. Ich freue mich mega, dass wir aufmachen. Wir haben es dann auch begossen und angestoßen und haben gesagt, komm, wir gehen jetzt schön essen, wir trinken darauf, dass wir kein Risikogebiet mehr sind. Aber natürlich macht man sich Gedanken. Es wäre jetzt blauäugig zu sagen, wunderbar, es ist jetzt alles wieder so, wie es war. Die Insel wird die Hochburg vom Tourismus, es wird ausgebucht sein und alles ist gut. Wir verdienen ganz viel Geld und Corona ist vergessen. Das ist natürlich, wäre blauäugig. Natürlich, ich glaube, jeder hat hier Sorgen, dass es noch mal wieder zu einem Lockdown kommt oder zu einer Schließung. Es wird damit gerechnet, dass an Ostern zahlreiche Deutsche auf die Baleareninsel reisen. Dabei ist die Anzahl an geimpften Menschen immer noch sehr niedrig. Und so ist Andreas Robens einer Sache ziemlich sicher. Die Deutschen werden uns das Corona wieder mitbringen. Wir haben hier nicht mehr viele Fälle, aber andererseits, wir müssen hier aufmachen. Das heißt also, wir müssen jetzt hier durchimpfen, was das Zeug hält. Und da muss auch wirklich die Regierung reinspringen und Impfstoff kaufen. Der Gastronom hat auch schon eine Idee, welche Personen bei der Impfung priorisiert werden sollten. Diese Ballungsgebiete, wo viele Touristen sind, müssen die ganze Gastro durchimpfen. Das ist eigentlich erstmal der Weg und nicht mehr nach irgendwelchen Regeln vorgehen, sondern einfach nach Arbeitsstelle praktisch. Zuletzt sorgten neue angekündigte Maßnahmen der spanischen Regierung für Ärger bei den Sommerhaus der Stars-Gewinnern. Die Spanier, die versuchen es wirklich aufzufangen. Wir haben ab nächster Woche Freitag haben wir ganz starke Restriktionen, die Einheimischen. Wir dürfen uns mit keinen Freunden mehr zu Hause treffen, wirklich nur aus einem Haushalt. Wir dürfen nur noch mit 4 Leuten an einem Tisch sitzen, wieder aus einem anderen Haushalt halt eben in Restaurants und so weiter. Also das, was die Touristen eigentlich dürfen, wird uns alles genommen. Die Spanier oder die Einheimischen dürfen innerhalb von Spanien gar nicht mehr reisen. Also sie versuchen wirklich, dass wir gesund bleiben, sage ich jetzt mal, uns nicht anstecken. Was natürlich auch auf viel Unmut kommt, was ich natürlich auch verstehen kann. Man sagt hier, alle Deutschen rein, alle, egal von wo ihr kommt, aber ihr zu Ostern dürft ihr bitte keine Großeltern besuchen, das geht gar nicht, ihr bleibt schön zu Hause. Wo man natürlich auch denkt, hallo, auf der einen Seite soll hier wieder gefeiert werden, Urlaub gemacht werden und wir dürfen nichts. Aber sie versuchen halt eben wirklich die Zahlen runter zu niedrig zu halten. Wir sind bei 25 auf 100.000, also wirklich bei gar nichts. Aber es wird steigen jetzt wieder. Und das ist halt eben die große Angst, dass sie nach Ostern wieder sagen, so, wir sind wieder bei 200, die Insel wird wieder geschlossen, Einschluss, alles dicht. Und das wäre der Ruin für alle.